In diesem Video möchte ich einmal näher auf die Celsius-Aktie eingehen. Celsius ist ein Hersteller von kalorienfreien Energy-Getränken und verspricht, dass du allein durch den Konsum einer einzigen Dose zwischen 100 und 140 Kalorien mehr pro Tag verbrennst, ohne dass du dich zusätzlich bewegen musst. Der Kurs ist vom Corona-Tief gesehen bis zum Jahr 2021 um das 35-fache gestiegen. Das ist schon richtiger Wahnsinn. Jetzt kam der Kurs allerdings wieder über 60% vom Hoch zurück. Für mich waren das zwei interessante Gründe, sich näher mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Also, los geht's. Wie du siehst, sind wir hier schon auf der Website von Celsius. Was ist das Geschäftsmodell des Unternehmens? Relativ simpel. Einnahmen werden dadurch generiert, dass Celsius eben diese Energy-Getränke verkauft. Es gibt noch eine kleine Sparte von Fitnessriegeln, allerdings trägt die wesentlich weniger zum Ergebnis bei und das Wichtigste sind schon die Energy-Getränke. Wir sehen schon hier, das ist eine schöne Aufmachung, schön bunt, aber auch ansprechend sportlich und sieht auch gesund aus durch diese Früchte, die hier abgebildet sind. Werfen wir mal einen Blick auf das gesamte Produktangebot. Das sind die Haupt-Energy-Getränke sozusagen. Hier unten haben wir das auch nochmal so, da steht immer so ein bisschen werbemäßig, ein bisschen was beschrieben, ne? Das Wichtigste ist natürlich, dass es sich hierbei um kalorienfreie Energy-Drinks handelt. Das ist ein großer Unterschied zum Beispiel zu Red Bull oder Monster, die ja einen wesentlichen Anteil von Zucker enthalten. Klar gibt da auch zuckerfreie Getränke, aber Celsius selber positioniert sich von Anfang an durch einen, naja, sagen wir mal, Gesundheit oder einen gesunden Energy-Drink. Gut, was haben wir noch? Hier haben wir noch Celsius Heat. Was auch immer da jetzt der Unterschied sein mag. Das sind ein paar größere Dosen. Celsius BCAA. Und Celsius mit Stevia versüßt, denn es hält auch keine Süßstoffe wie Aspartam. Und für diejenigen, die aber dennoch ein bisschen was Süßes haben möchten, die können hier Stevia-Variante nutzen oder die Stevia-Variante. Was haben Sie hier noch im Angebot? Finde ich auch sehr, sehr interessant. Hier handelt es sich um Pulversticks. Die kannst du einfach mitnehmen und unterwegs mit oder im Wasser auflösen. Und da hast du quasi dein Energy Drink jederzeit parat. Ob man das jetzt auch einfach so in den Mund schütten kann, dieses Pulver, ähnlich wie vielleicht Aspirin gibt es ja auch so in Pulverform, weiß ich nicht. Aber ich denke, mit Wasser ist das auch schon eine interessante Variante. Insbesondere vielleicht auch aus dem Gedanken, ja, Umwelt, Klimaschutz, ja, da hast du ja keine Dose, die aus Aluminium ist, herstellige Energieaufwendung und so weiter, sondern du hast dann lediglich so ein bisschen Papier. Dann hast du das Pulver, kannst du einfach auflösen. Aber ob dann mit natürlich jetzt derselbe ja, Werbeeffekt erzielt oder dasselbe Gefühl kann ich nicht sagen, aber ich finde auf jeden Fall eine interessante Sache. Und dasselbe haben sie dann noch Pulversticks für die anderen Varianten. Gut, damit haben wir uns eigentlich relativ schnell einen Überblick über das Geschäftsmodell verschafft. Das ist auch gut und leicht nachzuvollziehen. Das ist auch wichtig als Aktionär oder als Anteilseigner, dass man versteht, ja, was macht denn das Unternehmen überhaupt? Jetzt hatte ich schon Anfang an gesagt, dass es hier ein paar Besonderheiten gibt im Gegensatz zu anderen Energy-Getränken. Und leider habe ich das jetzt nicht so richtig hier auf der Website gefunden, also zumindest nicht schön aufbereitet und auch nicht auf der für Investorenpräsentation, sondern ich musste hier zurückgreifen auf das, ja, das ist ein furchtbares Formular, also zum Lesen zumindestens. Das ist der 10K-Jahresbericht vom 16. März 2022, das sind die Unterlagen, die das Unternehmen an die Börsenaufsicht weiterleitet. Ja, zum Beispiel der Jahresbericht oder die Quartalsberichte. Was beinhalten diese Berichte? Die beinhalten jetzt nicht nur wilde Zahlen, Bilanzen, sondern eben auch einen Überblick über das Geschäftsmodell. Und da haben wir hier unter Punkt 1 Geschäft, Überblick und ja, also so treffend wie hier habe ich es nirgendwo gefunden. Ich lese es gleich vor, das kann man ja wahrscheinlich gar nicht lesen. Und zwar hat das Unternehmen verschiedene Universitäten beauftragt in den USA, herauszufinden in verschiedenen Studien, welche Wirkung das Getränk auf die Probanden hat. Und jetzt ist interessant, hier wird es beschrieben, welche Wirkung das hat. Da heißt es hier,
Ja, ab diesem Moment, diese Studien kamen zu dem Schluss, dass eine einzige Portion Celsius 100 bis 140 Kalorien verbrennt. Wodurch ist das möglich? Da heißt es, indem sie den Ruhestoffwechsel eines Verbrauchers um durchschnittlich 12% erhöht und gleichzeitig bis zu 3 Stunden anhaltende Energie liefert. Wahnsinn. Also das fand ich bemerkenswert. Allein, dass du eine Dose trinkst, verbraucht dein Körper bis zu 140 Kalorien mehr. Nicht, weil du dich mehr bewegst oder weil du, ja, sondern nur, dass du das getrunken hast. Wie ist das möglich? Deswegen eben auch der Name Celsius. Da gibt es einen thermogenen Effekt. Das wird eben, dein Körper wird mehr aktiviert und dadurch verbrennst du mehr Kalorien. Und dadurch, dass es ja ein kalorienfreies Getränk ist, kann man sagen, dass also, dass es hier tatsächlich eine Nettobilanz ist, 100, 140 Kalorien mehr. Man kann das hier nachlesen auf der Website unter diesem Punkt, The Science. Da kannst du die Studien dir anschauen. Ich persönlich habe keine Expertise in diesem Bereich, also ich kann ja keinerlei Bewertung treffen. Ich gehe es einfach mal davon aus, dass das so richtig ist. Und ich habe mir auch ein paar Bewertungen von Konsumenten mir angeschaut. Die können natürlich jetzt nicht sagen, ich habe jetzt 100 Kalorien mehr verbraucht, aber sie haben tatsächlich das Gefühl, über mehrere Stunden allein durch das Getränk hast du fühlst du dich fitter, aktiver und dein Körper ist einfach belebter und erfrischt. Das ist natürlich wirklich eine tolle Sache im Gegensatz zu anderen Energy-Getränken. Und das hat mich eben dazu beschäftigt oder ja, gesagt, okay, da muss ich mich beschäftigen mit diesem Unternehmen, denn das ist schon ein deutlicher Unique Selling Point im Gegensatz zu anderen Unternehmen. Gut, gucken wir uns jetzt mal das Unternehmen noch ein bisschen an. Welche Inhaltsstoffe sind enthalten? Es macht so ein bisschen eben auf gesund. Also, keine künstlichen Farb- und Konservierungsstoffe, kein Zucker, kein Aspartam, sondern lediglich natürliche, gesunde Zutaten, ne? Grüner Teeextrakt, Guarana-Samenextrakt und daraus wird hier auch das Koffein gewonnen, was dazu beiträgt, dass dein Körper in Schwung kommt. Ingwer, 7 verschiedene Vitamine, hier sind 2 angeführt und Chrom, das ist enthalten. Okay, damit haben wir jetzt also einen groben Überblick über das Unternehmen und wie es sich auch abhebt von anderen Herstellern. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf den Chart, also die Kursentwicklung der letzten Jahre, beziehungsweise ja, der letzten 2, 3 Jahre. Zu beachten, es handelt sich um einen logarithmischen Chart, also eine prozentuale Wertentwicklung. Und hier sehen wir, das ist hier 2020, hier unten im Corona-Tief. Ich möchte das mal einzeichnen, wollen wir das hier vom Tief angemessen bis zum Hoch Ende 2021. Ja, jener, jetzt noch mal richtig hier. Genau. Das müsste ungefähr das Tief sein. Hier das Hoch. Über 3.300% Steigerung, ne? Natürlich ist jetzt unrealistisch, dass du diese Bewegung jetzt mitgenommen hättest, aber es zeigt, okay, hier haben offensichtlich, man sieht es auch am Umsatzvolumen hier unten, gab es deutliche Zukäufe im Unternehmen. Okay, wie sieht es aktuell noch aus? Bleiben wir mal rein bei der charttechnischen Analyse. Da haben wir hier ein Feld auf, ne? Dieser Unterstützungszone im Bereich von 40 US-Dollar. Einmal, zweimal, das hier noch dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal getestet. Jedes Mal wurde das wieder aufgekauft. Das letzte Mal hier April dieses Jahres. Starkes bullisches Signal. Man sieht, das ist, glaube ich, ein Wochenchart. Genau, Wochenchart. Starkes bullisches Signal, denn die Lunte nach unten wurde wieder, es war bis hier unten der Kurs, aber deutlich aufgekauft. Und dann ging es stark nach oben. Was können wir noch einzeichnen? Was vielleicht noch auffällig, wir bleiben jetzt bei einer einfachen Analyse, ne? Ich würde sagen, in diesem Bereich hier ungefähr gibt es noch einen Widerstandsbereich, also ja, genau, von unten Widerstandsbereich. Und der Kurs sieht so aus, als würde er hier nach oben durchbrechen. Auf Wochenbasis hat er der auch das geschafft. Jetzt müssen wir sehen, okay, wie entwickelt sich hier der Preis weiter? Wird es hier weiter nach oben gehen? Dann hätten wir hier eine kurze Widerstandszone, aber vor allem dann das Allzeithoch. Und ja, wenn es nicht schafft, dann gibt es hier wieder einen Rücksetzer, wobei natürlich die 40er-Zone eine starke Unterstützungszone markiert. Das ist also jetzt allein der Blick auf den Chart. Jetzt möchten wir uns mit dem Unternehmen, mit der Bilanz mal ein bisschen auseinandersetzen. Natürlich nicht jetzt allzu intensiv.
aber wenigstens ein bisschen. Da gucken wir uns zunächst die Umsätze an. Hier sehen wir auch den Börsenwert des Unternehmens, ein bisschen mehr als 5 Milliarden US-Dollar. Also es handelt sich hier um ein sogenanntes Mid-Cap-Unternehmen. Aber absolutes Wachstumsunternehmen noch. Wir fangen mal an hier Quartal 1 2020. Diese Zeile hier bis Quartal 1 2022. Wir sehen, 2020 lag der Umsatz bei 28 Millionen. Das ist natürlich relativ wenig, ne? 28 Millionen Umsatz im Quartal. Also wenig im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dieser Branche. Ne? Bis Quartal 1 2022, also in diesem Jahr, auf über 133 Millionen. Also gigantisches Wachstum innerhalb der 2 Jahre. Blicken wir mal hier auf die historische Entwicklung. Das durchschnittliche Umsatzwachstum der letzten 10 Jahre, knapp 44% pro Jahr. Nicht innerhalb der 10 Jahre, sondern pro Jahr 44% Wachstum. Der letzten 5 Jahre konnte das sogar nochmal gesteigert werden auf ungefähr 70% pro Jahr. Wie sieht es aus? Erwartetes Wachstum für die nächsten 3 Jahre? Und das ist ja hier auch wichtig. Es handelt sich um Wachstumsunternehmen. Worin muss es wachsen? Noch im Umsatz, ne? Und da sehen wir hier über 50% Wachstum pro Jahr prognostiziert. Gigantisch, gigantische Zahlen. Jetzt gucken wir uns noch einen Blick auf die Profitabilität und Eigenkapitalquote an. Hier haben wir das nochmal, eine Umsatzentwicklung, Umsatz. Starkes Wachstum auch in den nächsten Jahren prognostiziert. Eigenkapitalquote 66%, sehr solide finanziert, nur 34% Fremdkapital. Und wenn man da an die Bilanz schaut, sehen wir auch, da gibt es überhaupt kein Problem, dass das irgendwie finanziert werden kann. Profitabilität, logisch, wie es bei einem Wachstumsunternehmen ist. Die Bruttomarge, die liegt jetzt hier zwischen 40 und 50% und die Nettomarge, die Gewinnmarge, also das, was dann wirklich hängen bleibt, im letzten Jahr nahezu null. Ne? Und auch in den Jahren zuvor, gut, hier war es mal ein bisschen mehr, aber im Moment aktuell null. Oh, also hier 1,25, aber das ist ja fast null. Warum? Das ist auch nachvollziehbar, weil natürlich das gesamte Geld wieder reinvestiert wird in das Wachstum. Ja? Wie funktioniert das? In Vertrieb, in Marketing. Das sind diese 2 großen Säulen. Und das ist logisch. Das Unternehmen muss wachsen, es muss Marktanteile gewinnen. Und deswegen ist auch die Nettomarge noch relativ gering. Wie sieht es aus mit, jetzt komme ich auf das Wort, auf die Branche, also die Konkurrenten, hier haben wir das, da sehen wir ein paar. Man muss natürlich sagen, also im US-Markt gibt es nicht allzu viele börsennotierte Unternehmen, die in diesem Markt tätig sind. Das ist nur der Abfüller von Coca-Cola. Wir haben Coca-Cola, ist auch in diesem Geschäft tätig, hat auch einige Zukäufe getan. PepsiCo hat zum Beispiel The Rockstar gekauft oder zumindest einen Anteil. Keurig Dr. Pepper ebenfalls. Es handelt sich aber natürlich jetzt hier nicht um reine Energy-Drinks, ne? Sondern es ist eine breite Produktpalette, was diese Unternehmen haben. Ein reiner Anbieter wäre Monster Beverage. Ja? Monster kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Und das habe ich mir auch ganz kurz mal angeschaut hier, die Umsatzentwicklung, sagenhaft, ne? Es ist ein großes Unternehmen und dennoch 20% Wachstum im Jahr ungefähr, also Wahnsinn. Und auch die Profitabilität, die sieht natürlich jetzt schon ein bisschen anders aus. Auch hier am Anfang hohe Bruttomarge und niedrige Gewinnmarge, ähnlich wie bei Celsius, aber mittlerweile liegt die Bruttomarge zwischen 50 und 60% und die Nettomarge bei zwischen 25 und 30%. Das sind ja geniale Zahlen. Also, und die Investmentthese ist eben jetzt, dass Celsius ebenfalls dahin kommt. Aber es hebt sich eben durch sein Produkt eben ab von Monster und Red Bull. Ne? Red Bull ist der größte Player, allerdings nicht an der Börse notiert, leider. Okay, jetzt werfen wir mal einen Blick auf die allgemeine Branche. Gibt es da überhaupt ein Wachstum? Gibt es überhaupt eine Nachfrage nach Energy Drinks? Da habe ich hier zunächst eine Statistik von Statista. So populär ist Energy aus der Dose. Anteil der Befragten, die regelmäßig Energy Drinks konsumieren in Prozent. Grün, je hellgrüner, umso weniger konsumieren, je dunkler das wird, umso höher ist der Prozentsatz. Was ist auffällig? Also USA
Das ist aktuell für Celsius der wichtigste Markt. Zwischen 20 und 29% der Befragten konsumieren regelmäßig Energy Drinks. Ähnlich sieht es in Mexiko aus und in großen Teilen von Lateinamerika. Die gleichen Ergebnisse haben wir hier in Nordeuropa, Mittel-, Westeuropa und auch Australien. Wesentlich höher, zwischen 30 und 40%. Man kann also sagen, jeder Dritte oder vielleicht sogar mehr als jeder Dritte in China und Indien konsumiert regelmäßig Energy Drinks. Und das ist ja auch ein gigantischer Markt, ja, zumindest von der Anzahl der Konsumenten. Von der Kaufkraft ist die USA sehr stark, Nordeuropa, Mitteleuropa, aber von der Anzahl der Konsumenten China und Indien. Gut, jetzt werfen wir mal noch einen Blick darauf, welche Wachstumsraten sind denn hier zu beobachten in diesem Segment. Da habe ich hier eine Studie herausgefunden. Andere sehen das ähnlich. Die Zahlen variieren ein bisschen, aber sind meistens sehr ähnlich. Also erwartet ist, aktuell liegt der Umsatz im Jahr 2020 bei 46 Milliarden Dollar pro Jahr weltweit. Und erwartet wird der Markt von Energy Drinks im Jahr 2031 bei 108 Milliarden Dollar. Das bedeutet ein durchschnittlich gewichtetes Wachstum pro Jahr von 8,2%. 8,2% wächst der Markt organisch, ohne dass man zusätzliche Marktanteile gewinnen müsste. Der Markt wächst allein. Und das finde ich in einem reinen Konsummarkt bemerkenswert, denn es geht ja nicht darum, dass es ein Wachstum ist aus einer Notwendigkeit heraus, wie es vielleicht bei Elektroautos, sondern einfach, weil die Menschen mehr konsumieren. Das ist genial, vor allem bei so einer starken operativen und Nettomarge. Genial, ne? Also der Markt wächst auf jeden Fall, es besteht hier Potenzial. Jetzt gucken wir uns mal noch an, wann und wo konsumieren denn Verbraucher Energy Drinks? Und da habe ich jetzt hier eine Umfrage gefunden zwischen 12 und 25, oder 12, zwischen 12 und 24 Jahre waren die alt. Das ist auch eine große, oder das ist die Altersklasse, die sehr, sehr viel Energy Drinks konsumiert, mit ungefähr bis Mitte 30. Ne? Das sind so die größten, das ist die größte Gruppe der Konsumenten. Wo wird das am meisten konsumiert? Wir gucken uns die letzte Spalte hier an, das sind die Gesamtzahlen. 25% bei der Arbeit, 48% in der Schule, 15% während der Fahrt, zu Hause 50% oder bei jemand anderem zu Hause 40%. Ne? Also wir sehen, auf Arbeit, in der Schule, zu Hause oder bei anderen, da wird am meisten konsumiert. Weniger konsumiert, nur 4,5% in Restaurants. Ist klar, ne? Es passt irgendwie nicht. Man geht nicht in ein Restaurant und dann einen Energy Drink zu sich zu nehmen. Und auch, was ich vielleicht als auch nicht gedacht hätte, sind 12% im Fitnessstudio oder beim Sport. Es wird ja immer assoziiert, Energy Drink, Sport, aber das ist relativ wenig, 12%. Diese Zahlen wären gleich noch für andere Sachen wichtig. Gut, gucken wir uns noch eine Studie an hier. Das sind jetzt die Prognosen für die Zukunft. Das ist auch ein Artikel auf Englisch, aber wie gesagt, Rechtsklick Deutsch, ne, komme ich wesentlich schneller voran, als wenn ich mir das auf Englisch durchlese. Das sind auch so ein bisschen die Herausforderungen für Celsius. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Wie sieht das aus? Worauf muss Celsius achten? Hier heißt es, Monster und Rockstar, weniger Red Bull, sind an der Spitze der Trends in der Energy Drink und Softdrink Industrie und ermöglichen ihnen, ihr Produktangebot zu erweitern, um mit kleineren Akteuren zu konkurrieren. Okay, was haben wir hier noch? Ach, hier oben, das war wesentlich interessanter. Genau, hier haben wir den Absatz. Auf dem Markt für Energy Drinks kann Platz für Unternehmen sein. Einschub von mir, wie Celsius, die sich von den führenden Akteuren abheben, die sich in ihrer Werbung, Verkaufsförderung und ihrem Sponsoring bemerkenswert ähnlich sehen. Also die führenden Akteure, die sind irgendwo alle ähnlich, das sieht alles gleich aus, ähnliche Punkte oder ähnliche Aspekte, warum man das zu sich nimmt. Konkurrenten stehen aber vor der Herausforderung wie dem Vertrieb, der Erlangung von Regalplatz und generell dem Angebot von etwas Einzigartigem. Von den großen drei, ne? Red Bull, Monster, The Rockstar. Und das ist ein Punkt, wo wir gleich sehen werden, dass Celsius schon in einer sehr, sehr guten Position ist. Marke, Vertrieb, das sind diese zwei wichtigen Punkte. Ja,
Und eben die Einzigartigkeit, ne? Ich muss mich abheben. Wie man sich abhebt, das haben wir schon ein bisschen besprochen, indem es zum Beispiel deutlich mehr Kalorien verbraucht. Das ist gesundheitsfördernd. Es spielt sozusagen den Trend hin zu gesünderer Ernährung oder zu einem bewusst gesünderen Konsum. Gut, jetzt wollen wir uns mal angucken, diese Branche, die wir uns angeschaut haben, oder diese Entwicklung und auch die Herausforderung, wie passt das jetzt auf Celsius? Und da gehen wir mal in eine Investoren-Präsentation hinein. Wie ich schon gesagt, gibt es zwei Punkte: Marke und Vertrieb. Das sind die zwei wesentlichen Aspekte. Es muss eine starke Marke sein, damit Konsumenten bereit sind, auch das Geld auszugeben, denn so eine Dose kostet zwischen 1,85 und 2 Euro. Kann man auch in Deutschland kaufen, bei Amazon, ne? Zumindest war das so der Preis, den ich da gesehen habe. Und das kauft man ja jetzt nicht einfach so, weil man jetzt Durst hat. Also kein Mensch gibt da 2 Euro für eine Dose aus, nur weil ich jetzt Durst habe, ne? Da würde ich vielleicht Wasser oder was anderes trinken. Deswegen ist die Marke so, so wichtig. Allerdings muss eben auch der Vertrieb passen. Es muss überall da sein, überall präsent, damit es sich auch einbrennt, sozusagen im Kopf der Konsumenten. Und auch mit den passenden Marketing-Gesichtspunkten, damit, weil verkauft wird ja nicht, natürlich, es wird rein rechtlich gesehen verkauft, natürlich Celsius so eine Dose. Aber letzten Endes spielt man natürlich mit den Gefühlen der Verbraucher. Verkauft wird ein Lebensgefühl, Lifestyle. Ich fühle mich gut, ich fühle mich fit, aktiv. Ne? Wie zum Beispiel Red Bull. Red Bull verleiht Flügel. Ne? Mit dem Getränk schaffe ich alles, da kann ich alles machen. Werbung wird natürlich im Extrem- oder Hochleistungssport gemacht und genauso fühle ich mich dann. Ne? Ich fühle mich verbunden und das muss oder das will Celsius eben auch schaffen. Jetzt hatte ich einen kleinen Aussetzer mit meiner Kamera, deswegen musste ich ja kurz unterbrechen. Normalerweise schneide ich die Videos ja nicht, aber gut, lässt sich jetzt nicht vermeiden. Also, wo sind wir? Wir sind in einer Präsentation 2022 und wir haben gerade über den Vertrieb gesprochen und wir sehen, dass ungefähr 140 Vertriebsmöglichkeiten, Locations, ja, es bereits gibt. Das ist sehr viel. Letztes Jahr gab es, oder 2020, bin ich mir nicht ganz sicher, erst 80.000. Was heißt, erst ist ja auch eine ganze Menge, aber schon 140.000. Also hier ist offensichtlich schon ein sehr, sehr großer Fortschritt gekommen. Wo wird denn Celsius verkauft? Da haben wir hier diese normalen Läden, sage ich jetzt mal, die normalen Supermärkte. Natürlich USA-Bereich ist das jetzt erstmal, ne? USA, dann haben wir hier sogar Nahrungsergänzungsmittel und Drogerien, Fitnessbereich, also Fitnessstudios, oder bestimmte Läden, die damit ausgestattet sind, aber eben auch in Fitnessstudios. Wir haben hier vor uns gesehen, dass ungefähr nur ein bisschen was, mehr als 12% der Konsumenten Energy Drinks in Fitnessstudios zu sich nehmen. Ich hätte gedacht, es ist mehr. Okay, es ist gar nicht so viel, klar, 12%. Aber es ist natürlich auch präsent bei denjenigen, die Sport treiben, wenn man sich hier positioniert. Da gibt es halt diese Kühlschränke. Jetzt interessant, Military, da haben wir hier ein paar Märkte. Ich habe mich erst gedacht, wieso Military? Nun, auf den Militärstützpunkten gibt es eigene Supermärkte oder die speziell dafür ausgestattet sind. Und dann habe ich jetzt auch eine Studie gelesen oder eine Umfrage, dass unter US-Soldaten, wir hatten ja ganz am Anfang, das war hier, erinnerst du dich vielleicht noch, ne? 20 bis 29% der Bevölkerung, also nicht mal jeder Dritte, konsumiert regelmäßig Energy Drinks. Aber nee, hier waren wir nicht, hier sind wir noch. Bei Militärangehörigen, also Soldaten, liegt diese Quote bei 75%. 75% aller Soldaten konsumieren regelmäßig Energy Drinks. Und dann auch sie konsumieren nicht nur generell, sondern sie konsumieren auch mehr. Und deswegen ist es nur natürlich, dass natürlich Celsius auch hier positioniert ist. Dann auch im E-Commerce, Amazon, Walmart, Bodybuilding, das ist also hier. Klar, es ist immer Fluch und Segen zugleich, mit Amazon zu kooperieren, aber du bist natürlich sofort präsent. Und auch im Massenmarkt, Costco, Walmart, also Vertriebsmöglichkeiten sind hier schon vorhanden. Vielleicht noch ein Blick auf wie sieht es dann aus in dem Supermarkt? Also hier Kühlschränke, das ist klar, das gehört einfach dazu. Schöne Aufmachung, auch größere Paletten hier teilweise, größer bis zu 12 Dosen kannst du gleich mal kaufen, nicht nur eine oder vier, sondern gleich mal 12. Oder auch hier können wir das nochmal ansehen in dieser Präsentation, wie das so aussieht. Cooler Ex also ja, einerseits ist es eine coole Expansion, ne? Aber natürlich auch kühl im buchstäblichen Sinne. Oder wir sehen es auch hier.
bei den beiden rechts, das ist ein American Football Feld und da wird es dann assoziiert mit Sport, mit Aktivität bei solchen, ja, Ereignissen. Gut, was ist noch wichtig? Genau hier haben wir das nochmal. Ist natürlich wichtig, dann auch diese Produktplätze in den Supermärkten zu bekommen. Also du kannst nicht einfach da hingehen und sagen zu dem Supermarkt, so, jetzt verkauft mal hier meine Dosen, sondern du musst erstmal eine hohe Gebühr zahlen, dass du überhaupt dort gelistet wirst, also dass du da überhaupt verkauft wirst. Du hast ja keinen Namen, ne? Da kommen jeden Tag irgendwelche Marken dahin und du musst erstmal eine hohe Eintrittsgebühr zahlen. Und dann je nachdem, wo du hier stammst, also wo du dann auch hingestellt wirst, kostet das auch nochmal Geld. Und das sind natürlich wie zum Beispiel Coca-Cola, Pepsi, Monster, die haben natürlich schon hohe oder auch Verträge geschlossen und zahlen auch hohe Summen, dass sie an strategisch günstigen Punkten positioniert werden. Und die Supermärkte wollen sich natürlich jetzt mit denen nicht verscherzen. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, da gute Positionen oder Stellen zu bekommen. Aber wir sehen zum Beispiel hier, es ist nicht in Augenhöhe, das ist nicht das Beste, aber es ist auch nicht sogenannte Bücktischware, also man muss sie auch nicht nach unten greifen, sondern es ist relativ weit oben. Hier sehen wir Coca-Cola, andere Energy Drinks und hier oben Celsius oder eben auch in diesen Kühlschränken. Ja, genau, hier heißt es, ne? Jeder Kanal hat seine eigen definierte Produktplatzierungs Strategie, je nachdem auch in welchem Markt man aktuell das auslegt. Gut, gehen wir weiter. Nee, hier noch nicht. Ich glaube, mal gucken, ob das diese Präsentation hier war. So, mal sehen, in welchen Märkten denn das auch tätig ist, das Unternehmen. Ja, hier haben wir es, ne? Hier habe ich es gesehen. Wir hatten schon gesagt, USA, das ist der absolut wichtigste Markt. Also da wird, das ist der Heimatmarkt. Allerdings möchte das Unternehmen natürlich auch international expandieren. Und da wurde bereits 2017, also das ist jetzt nicht ein Fehler von mir, das ist halt, das ist hier falsch, ne? Das sieht nicht so gut aus, genau wie hier. 2017 wurde bereits in China mit, ja, mit einer Firma dort eine Vereinbarung getroffen, dass Celsius bis 2019 bis 2023 19 Millionen Dollar erhält. 12,25 Dollar oder 12,25 Millionen Dollar davon sind eine Rückzahlung von bereits investiertem Kapital und rund 7 Millionen sind Lizenzgebühren. Und ab 2024 erhält Celsius aus dem chinesischen Markt 2 bis 3% Lizenzgebühren. Mindestens allerdings 2,2 Millionen. Also es partizipiert natürlich direkt am Wachstum auch im asiatischen Markt. Es muss allerdings wenig dort selber aktiv werden. Das übernehmen die lokalen Abfüller- oder Distributionsunternehmen. Dann ist Celsius bereits auf dem europäischen Markt vorgestoßen. Hier insbesondere, wir sehen Schweden, Finnland, Norwegen in einigen Bereichen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wo. Also in Finnland glaube ich. Hier heißt es genau, ist es sogar mittlerweile Marktführer. Ja, gut, es ist Finnland, ne? Es ist jetzt nicht Deutschland oder UK oder überhaupt Europa, aber es ist ja schon mal was. Ja? Und hier möchte man auch Erfahrungen sammeln im nordeuropäischen Markt, um von dort aus dann weiterzugehen nach Deutschland, also Mitteleuropa, Westeuropa und so weiter. Seit, ich glaube, diesem Jahr kannst du Celsius auch in Deutschland kaufen und in Großbritannien, also Deutschland auf jeden Fall, habe ich gesehen, bei Amazon, auch dort wurde eine Partnerschaft gegründet. Okay, jetzt haben wir uns einen schönen Überblick verschafft über das Unternehmen, was es herstellt, wie sieht denn die Branche überhaupt aus, auch die Bilanz des Unternehmens, worauf muss man achten? Man muss achten auf Vertrieb, also oder Marke und Vertrieb. Beides sieht auf einem guten Weg aus, auch die Wachstumszahlen sehr, sehr ordentlich. Was ist denn jetzt so ein bisschen ein Fazit von mir? Auch die Risiken, die heute habe ich es irgendwie mit der Kamera oder die mit mir besser gesagt, es gab schon wieder einen Hänger. Okay, also fassen wir zusammen zum Fazit. Wir haben uns ein bisschen angeschaut, das Unternehmen, die Bilanz, die charttechnische Situation, auch die Branche. Und was sind die großen Herausforderungen? Marke und Vertrieb. Das ist das Wichtigste, ne? Wo sehe ich jetzt persönlich die Risiken für das Geschäft? Das Problem sehe ich darin, dass es sich um einen relativ gesättigten Markt handelt. Das bedeutet, er ist auch schon aufgeteilt unter den großen Playern. Da gibt es Red Bull, Monster, The Rockstar und noch ein paar andere. Und Celsius hat natürlich jetzt die Herausforderung, sich da durchzusetzen. Sie versuchen das, indem sie den Trend spielen möchten, einen bewusst gesünderen Konsum. Gleichzeitig aber auch natürlich den Trend von Energy Drinks. Wir sehen, es gibt ein durchaus akzeptables organisches Wachstum.
Und sie versuchen natürlich auch hier zu punkten mit gesunden Inhaltsstoffen, hohe Fettverbrennung oder ja, hoher Kalorienverbrauch, mehr Fettverbrennung und das durch dieses gesunde Getränk. Bietet deutliche Chancen, weil die anderen Energy Drinks haben sich noch nicht dahingehend positioniert. Selbstverständlich können sie jederzeit so eine Produktlinie präsentieren, aber grundsätzlich stehen sie nicht dafür. Celsius dagegen schon. Gleichzeitig hat es Celsius auch geschafft, bereits eine gute Vertriebsstruktur zu schaffen. Wichtig wird jetzt sein, wie sich Celsius auch im internationalen Markt verkauft, ob es da weiterhin Fortschritte macht. Der Preis, also die Aktie, die ist aktuell relativ teuer. Aber gut, das ist für ein Wachstumsunternehmen auch so, das ist absolut in Ordnung. Das sind ja jetzt keine Geheimnisse, die wir hier haben. Das haben andere Investoren auch, diese Zahlen, und die kennen sich teilweise ja noch wesentlich besser aus. Deswegen sollte es auch nicht überraschen, dass die sich bereits positioniert haben. Wenn es jedoch Celsius schafft, ähnlich wie Monster in den nächsten Jahren, da rede ich ja auch von 5 bis 10 oder 15 Jahren, ähnliche Entwicklung zu nehmen, dann sehe ich sehr, sehr starkes Kurspotenzial noch in dem Unternehmen. Ich bin momentan nicht investiert in Celsius. Ist auch ein Risikoinvestment. Wie gesagt, es muss halt schaffen, ihre Unique Selling Points auch an den Mann zu bringen. Sollte es zum Beispiel andere Studien geben, die das widerlegen, was Celsius behauptet, dann könnte das einen massiven Reputationsschaden für die Marke bedeuten. Letzten Endes kommt es aber immer darauf an, ob die Verbraucher auch glauben, dass das so ist. Ob das nun wirklich immer exakt so sein muss, spielt gar keine Rolle. Entscheidend ist, dass sie das glauben und dass das für sie auch ein Argument genug ist, das zu kaufen. Okay, wir werden sehen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich bedanke mich, dass du das bis hierher angeschaut hast. Und das meine ich auch ehrlich. Das sage ich jetzt nicht einfach so. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du das nächste Mal dabei bist. Normalerweise an dieser Stelle, ne, da kommt es immer die Aufforderung, irgendwelche Glocken zu läuten oder irgendwelche Buttons zu hauen. Wenn du das machen möchtest, gerne. Aber du bist alt genug und du kennst das auch und weißt, ob du das tun möchtest oder nicht. Okay, bis dahin. Ich freue mich schon, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Mach's gut. Ciao.